Also wirklich eine der schlimmsten Aufgaben hier, eine der schlimmsten Herausforderungen im Game. Fange eine Trophy aus mindestens 4 Meter Tiefe und das Ganze mit der Stippe. Mann, Mann, Mann. Ludogaränke, ja, das ist natürlich schon mal was. Also aus 4 Meter Tiefe, mindestens 4 Meter Tiefe, eine Trophy fangen. Herausforderung. Wo sind wir denn hier? Stipfishing, da ist es schon ausgewählt. Und dann, na klar, schöne Trophy mit 5 Kilo Gewicht. Mindestens 5 Kilo, das kriegt man natürlich auch schon ganz gut hin. Aber diese Aufgabe hier, die hat es einfach in sich. Fangen Sie eine der aufgelisteten Fischarten mit in Trophäengröße mindestens 4 Meter Tiefe. Also Tiefe des Köders ab 4 Meter, Stipproute und dann Walambuckelmaräne, Wolchow-Ränke, Foxy-Ränke, Ludoga-Ränke, Bodenränke, Kuori-Fältchen, Ladoga-Seefältchen, Zwirrfältchen, schwarzes Fältchen. Alter, einen dieser Fische als Trophy zu fangen. Ja, ich würde sie alle nehmen. Ich würde sie alle nehmen, ist mir ganz egal. Mir ist es auch wurscht, ob sie mir reinballern hier in 4 Meter Tiefe oder nicht. Wäre natürlich nice, aber naja, das ist halt nur nice to have. Ich teste das jetzt ein bisschen hier mit der Stippe. Ansonsten gehe ich hier gleich nochmal mit Vecky-Rig rauf. Und ich gehe hier auch gleich vielleicht nochmal mit der Match vielleicht einfach hin und teste das ein bisschen. Denn das Ganze hier mit der Stippe ist super tricky. Gerade wenn man Wetterbedingungen hat, die halt nicht so super ideal sind. Ne? Ich habe jetzt gerade geguckt, so ich habe mir gedacht, komm, bis 3 Meter Wind, also 3 Meter die Sekunde Wind ist soweit okay. Jetzt sind wir aber schon wieder bei über 3 Meter und da wird es schon langsam eklig. Also je mehr Wind, umso uncooler das Posenangeln hier am Archipel. Am besten, wie gesagt, windstill, da ist doch was dran, ich wollte schon sagen, macht doch so einen Hebebiss. Am besten windstill, ist klar, Alter. Oder eben unter 3 Meter die Sekunde, dann kann man das machen. Ja, vom Setup hier gucken wir uns das natürlich auch gleich im Detail an. Ich bin jetzt hier gerade mit der größten Stippe unterwegs. Ich bin auch relativ dick unterwegs, denn ja, Stippangeln und dann aus der Tiefe ist natürlich auch nicht so easy. Da ist natürlich ordentlich Druck dann auf der Route bzw. auf der Schnur. Deswegen bin ich hier relativ dick unterwegs mit tatsächlich 24 Kilo. Und da hängt da dran. An Tragfähigkeit auf der Schnur. Also das ist schon mal gar nicht so ohne. Aber trotz allem scheinen hier die Ränken zumindest drauf zu gehen. Bisher ist es ganz okay. Und dementsprechend teste ich jetzt weiter. Ich muss auch gar nicht so ganz weit auswerfen hier. Denn dadurch, dass das eben so tief runter geht, haben wir gleich gar nicht mehr so ganz viel Schnur auf der Wasseroberfläche, die halt lange dann brauchen würde bis zum Anschlagen. Also das Ganze aufgrund der Tiefe zieht sich halt richtig schön weit runter. Und man sieht es hier, glaube ich, schon ganz gut. Nochmal nur einen Zoom. Man ist relativ schnell bei einer straffen Schnur. Also deswegen muss man gar nicht so ganz weit auswerfen hier. Das passt dann schon ganz gut. Macht das Ganze dann vielleicht ein bisschen angenehmer. Wenn man halt so in der Tiefe angelt, dann ist es gar nicht so schlimm. Aber trotz allem, auch das sieht man. Jawohl. Oh, der könnte ein bisschen dicker sein. Oder war der Ruck einfach nur so heftig? Ich glaube, der Ruck war nur so heftig. Ribusmaräne. Mann, 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 was hier alles reingeht. Ich nehme aber im Moment, ich nehme hier alles mit, ne? Ich habe hier einen großen Einserhaken, was für die Fische wirklich groß ist. Wie gesagt, auf 4 Meter und 5 Tiefe. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Wahrscheinlich könnte auch 4 Meter gereichen. Aber ich habe 4 Meter und 5 an Tiefe jetzt eingestellt. Man sieht es ja... Da ist doch schon wieder was drauf, oder? Man sieht es an den Ködern hier mit Blutegel, der immer wieder sehr gut hier am Archipel funktioniert. Einen Köder, der immer mal wieder wirklich dicke Brocken liefert. Und dann hier auch noch den Schwimmkäfer dabei. Ja, beides seltene, beziehungsweise auch Goldköder. Also beides seltene Köder, die man sich holen kann oder erfarmen kann.
Na, wo kommt der Anschlag? Oder noch doch noch nicht? Schwierig, schwierig, schwierig. Ne? Das ist das eben mit dem Wellengang, ne? Jetzt haben wir hier sogar schon vier Meter die Sekunde. Die kleinen Dingers, Alter. Na klar, 130er. Oh lol, was habe ich denn da? Was ist das denn? Stippfische, fange 15 verschiedene Fischarten in Trophäengröße. Ja, lol. Sauber, da passen hier noch 3 Stück rein. Na siehste, haben wir doch noch einen abgehakt hier. Alter, schnell wieder raus damit. Aber überleg mal, ne? Auf dem Einserhaken, auf einem Einserhaken und so große Köder. Das ist halt wieder ein Ding, ne? Abgefahren. Aber immerhin, hängt dran. So sieht das Setup hier gerade aus hier. Wie gesagt, die Inferno 800, das ist ja die größte, schwerste Stipproute mit am meisten Tragfähigkeit. 25 Kilo. Hier ist jetzt eine 24,6er Mono-Schnur drauf. Nix hier mit Fluorocarbon und so ein Schnick und Schnack. Einfach Mono mit schön viel, mit so Gummieffekt, schön weiche Mono-Schnur, damit man damit eben richtig schön eben auch den Fisch quasi mit diesem Gummieffekt drillen kann und müde machen kann. Und zusätzlich dann eben den Fisch komplett halt auch immer hier hart in den Blank reindrücken. So, jetzt gucken wir mal, was hier noch kommt. Ob da noch ein bisschen was geht. Und ansonsten, wie gesagt, also ich teste das jetzt hier nur eine Zeit lang und dann geht's gleich erst. Na, ist da schon wieder was drauf. Erstmal gleich auf Match. Und nach dem Match gehe ich nochmal auf Vecchi-Rig. Oder ich schmeiß Vecchi-Rig raus. Nee, macht ja, geht nicht. Ich kann ja dann die Matchroute nicht abstellen. Also, irgendwie mache ich das gleich und teste das gleich nochmal weiter. Gleich nochmal eben hier einen rausziehen und dann zeige ich auch nochmal den Rest, wo ich hier eigentlich gerade bin. Und dann geht's weiter. Was ich gleich übrigens auch noch testen werde, ist Steinfliegenlarve. Also statt Schwimmkäfer kommt gleich nochmal die Steinfliegenlarve drauf. Steinfliegenlarve auch immer wieder richtig nice als Köder. Gerade eben auch für die Maränen und Ränken und so. Und ich denke mal so die letzte halbe Stunde werde ich dann irgendwann so auf mit Vecchi-Rig hier auch nochmal und nicht gehakt. Passiert. Mit Vecchi-Rig hier auch nochmal ein bisschen testen. Und dann mal gucken, was hier noch alles so läuft. Also, am 14er bin ich hier unterwegs. Auf dem 14er Plateau sozusagen. Einfach hier auf die 14 drauf. Ein bisschen weggetrieben natürlich wieder schon. Aber das kann man ganz gut. Das ist auch gar nicht so weit weg. Und dann ist man da relativ schnell. Und dann jetzt, ja, wie gerade schon gesagt, natürlich gerade auf 4 Meter Tiefe. Und dann heißt es rumprobieren. Die gehören natürlich nicht dazu hier. Die waren vom Kupfersee. Aber ist natürlich was, was man eben machen kann, wenn man Trophys sucht. Ich glaube nicht, dass das irgendwas ist, um wahnsinnig viel Cash zu machen. Also klar bringen die auch ganz gut Geld, aber frequenzmäßig, ja, weiß ich nicht, vielleicht mit der Matchroute. Aber auch da stehst du dann natürlich nur mit einer Match hier. Also so ganz ideal ist das nicht. Ich werde auf jeden Fall gleich noch ein bisschen weiter durchziehen. Das Bootsticket läuft ja jetzt hier auf entspannt erstmal. Und dann geht vielleicht gleich hier noch ein bisschen was Spannendes rein. Aber ich glaube auch so viel dazu, ne? Also das ist der Spot, das sind die Fische. Und ja, ich teste gleich noch ein bisschen und dann gucken wir mal, ob da noch was geht. Yay. Und der nächste Brocken hier. Zack, wieder Ludoga Ränke. Ja, aber es gehen eben auch die ganzen Ränkenarten hier rein. Ne? Foxy Ränke geht auch mit rein. Zwischendurch Stint und sowas. Also alles Mögliche geht halt hier rein und alles Mögliche kann hier reingehen. Kann auch gerne so weitergehen. Also ich ziehe jetzt hier einfach noch ein bisschen weiter durch und dann gucken wir mal, wie das denn hier noch alles so läuft. Ja, aber an für sich vom Spot her, das ist es. Jetzt heißt es einfach Geduld haben. Und wie nochmal gesagt, also im Idealfall, man sieht es jetzt gerade, unter 3 oder ziemlich genau 3 Meter Wind die Sekunde. Jetzt ist es ganz okay. Darunter wäre natürlich noch besser für die Pose. Aber so dieses Schwanken, da kann man sich so ein bisschen dran gewöhnen. Und man sieht dann tatsächlich auch, gerade wenn man hier das Fensterchen halt gut drin hat, wenn ein Fisch dran ist, entstehen so kleine Ringe um die Pose herum. Jetzt passiert das ja nicht. Jetzt geht die einfach nur rauf und runter. Aber wenn dann ein Fisch dran ist und wirklich zuppelt, dann sind da so ein paar kleine Ringe, so Wasserringe um die Pose herum.
Und dann sieht man schon, okay, da müsste gleich was gehen. Und auch nochmal aufpassen, gerade jetzt zum Schluss, die Lodoga-Ränke, die hat halt wirklich so ein bisschen gezuppelt und gezuppelt und hat runtergezogen und hat dann nur so halb runtergezogen. Die hat so ein bisschen gefaked. Und da muss man auch wirklich ein bisschen vorsichtig sein, gerade wenn man mit der Stippe unterwegs ist. Lieber da dann ein bisschen länger warten, genau darauf achten, wann zieht der Fisch eben richtig runter und dann eben halt erst anschlagen. Ist natürlich ein bisschen tricky hier, aber die Aufgabe, na, geht da was? Aber die Aufgabe ist eben, würde ich auch sagen, mit einer der schwersten Aufgaben. Wobei die Fische ja eben so ein bisschen gebufft wurden und mittlerweile nicht mehr ganz da. Jetzt sind da, glaube ich, ja, jetzt war da gerade ein Ring auch zu sehen. Da müsste jetzt was dran sein. Und nicht gehakt. Naja, das passiert natürlich auch noch. Ah, ich liebe es mit der Stippe. Wenn du es auch so liebst, dann den Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream Montags, Mittwochs und Freitags immer komplett mit R4. Und an den anderen Tagen auch immer live ab 19 Uhr, aber da dann so ein bisschen gemischt. Ein bisschen R4, ein bisschen LS22 zurzeit. Irgendwas, was halt immer Spaß macht. Bis dahin, Petri.